Das ist das Signal, das vom heutigen Tag ausgehen soll. Wir sind bereit, die Freiheit dieses Landes und seiner Grundrechte zu verteidigen. So Bundesinnenminister Friedrich zu den Razzien gegen salafistische Vereine, die Mitte Juni in 7 Bundesländern von den Sicherheitsbehörden durchgeführt wurden. Einen Verein hat der Innenminister daraufhin verbieten lassen, bei 2 anderen wird das Verbot noch geprüft. Doch macht ein solches Verbot überhaupt Sinn? Und wie kann man darüber hinaus den Salafisten ihren extremistischen Nährboden entziehen? Darüber möchte ich heute im Forum am Freitag mit dem Salafismus-Experten Ahmad Mansur vom Zentrum Demokratische Kultur in Berlin sprechen. Guten Tag, Herr Mansur. Guten Tag. Herr Mansur, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Phänomen Salafismus in Deutschland, haben auch dazu diese Handreichung veröffentlicht. Als Sie am Morgen des 14. Juni hörten, dass Razzien gegen die salafistischen Vereine durchgeführt werden, was ging Ihnen da durch den Kopf? Ich war sehr ambivalent. Auf der einen Seite habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass es ein Signal vermittelt wurde, dass es keinen Platz in unserer Demokratie, in unserer Gesellschaft für solche menschenverachtende, demokratiefeindliche und gewaltbereite Vereinigungen gibt. Auf der anderen Seite weiß ich, dass die Salafiten eigentlich dieses Verbot ausnutzen werden, um sie in ihren Verfolgungswahn, in ihren Opferrolle verstärkt zu fühlen. Und ich frage mich, wie können wir oder wie kann die Stadt eigentlich die Salafiten, wenn sie verboten werden, noch kontrollieren, wenn sie im Untergrund arbeiten? Herr Mansur, eine Frage. Sie sprechen von Salafiten, aber normalerweise hört man immer von Salafisten. Ist da ein Unterschied? Ich glaube, das wird Wort des Jahres sein und ich übersetze das einfach von Arabisch auf Arabisch Salafiyin. Ich glaube, beides ist richtig. Was jetzt sich etabliert in den Medien, weiß ich nicht. Also Sie sagen auf der einen Seite ein starkes Signal seitens des Staates, auf der anderen Seite hegen Sie die Befürchtung, dass jetzt die Anhänger dieser Vereine in den Untergrund gedrängt werden. Aber könnte es nicht sein, dass ein solches Verbot die Salafisten in ihrer Opferrolle bestärkt, dass sie eine Realität konstruieren, wo sie sagen, hier sind wir, die Verfolgten, und dort sind die Feinde des Islam. Und dass sie daraufhin noch mehr Anhänger und Sympathisanten finden. Also dieser Verfolgungswahn und diese Opferrolle ist Bestandteil der salafitischen Ideologie. Das wird auch bleiben. Da brauchen wir keine Razzia. Sie haben das vorher betrieben, sie werden das nachher betrieben. Trotzdem finde ich das als Botschaft, als Signal von der Stadt sehr, sehr wichtig. Weil diese Opferrolle wird es immer bleiben. Die wird man nicht abschaffen können. Mit welchen Methoden arbeiten denn die Salafisten? Wie ködern sie denn die jungen Leute? Ist vielleicht wichtig, erstmal zu sagen, dass Salafiten keine neuen Inhalte anbieten, sondern bestimmte Inhalte, die im Mainstream-Islam vorhanden sind, einfach zuspitzen. Salafiten bieten einmalig, glaube ich, ein deutschsprachiger Islam. Das heißt, wenn die dritte, vierte Generation Deutscher, die sich interessieren, Migranten, die nicht Ursprung Muslime sind, für den Islam interessieren, finden sie meistens im Internet, und das haben sie für sich entdeckt, Internet, deutschsprachiger Islam und Unterrichten, die für die Jugendlichen attraktiv wären. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, sie betreiben Sozialarbeit. Das heißt, sie gehen auf die Straßen, sie sprechen Jugendliche an, sie treiben Suchtprävention und Kriminalprävention und bieten diese Jugendlichen, die vielleicht verloren waren, eine neue Perspektive. Aber das, was Sie jetzt beschreiben, ist doch eigentlich keine schlechte Sache, wenn Sie die Jugendlichen von der Straße holen und ihnen eine Perspektive geben? Die Frage ist, was ist das für eine Perspektive? Da wird eine Droge mit einer anderen Droge ersetzt. Das heißt, diese Jugendlichen, vielleicht rauchen sie nicht, vielleicht nehmen sie keine Drogen, aber sie sind jetzt befestigt in eine Ideologie, die auch sehr gefährlich ist. Sie sagen, Sie geben den jungen Leuten Orientierung. Was wissen wir denn über das Profil der Anhänger der Salafisten? Da müssen wir zwischen Ursprung Muslime und, sage ich mal, Nicht-Ursprung Muslime, die den Islam annehmen und die salafitische Vereine sich anschließen. Bei Ursprung Muslime
finden die Jugendlichen die Salafiten so attraktiv, weil sie nochmal bestimmte Inhalte, die im Mainstream-Islam vorhanden sind, einfach zuspitzen. Sie verstärken diese Jugendlichen in ihren Opferrolle, in ihren Entfremdung. Sie bieten ihnen einen sehr strukturierten Alltag. Sie nehmen von denen die Anstrengung, Entscheidungen zu treffen. Sie geben ihnen Antwort, sie geben ihnen ein Welt oder ein Weltbild, der zwischen gut und böse sehr gut unterscheidet, zwischen Halal und Haram, zwischen Verbot und erlaubt. Diese Jugendlichen finden bei den Salafiten Anerkennung und Bestätigung. Auf der anderen Seite beobachten wir, dass bei nicht Ursprung Muslime, dass es meistens Leute angesprochen werden, die in ihrem Leben etwas schiefgelaufen ist. Kritischer Lebensereignis, unstabile Persönlichkeit, Suche nach sozialer Halt, nach Orientierung, nach Bestätigung. Woher bekommen denn diese Prediger ihre Autorität? Sie sind ja keine ausgebildeten Geistlichen, sind ja eigentlich sogenannte Selfmade-Imame, die sich das im Selbststudium beigebracht haben, teilweise überhaupt gar keine Ausbildung haben. Warum hören denn die Muslime, die jungen Muslime vor allen Dingen so auf sie? Diese Salafiten, diese Prediger, meistens nicht gut gebildet, kriegen die Aufmerksamkeit, indem sie Emotionalität schaffen, indem sie Aufmerksamkeit kriegen von den Jugendlichen, und eigentlich ohne ihre Anhänger werden sie überhaupt nicht so wichtig werden. Das heißt, da brauchen sie keine ohne Abschluss oder irgendwelche Lehre zu machen, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie arbeiten sehr emotional, sehr einfach auch, und das ist genau, was bei den Jugendlichen eigentlich attraktiv macht, dass sie ihre Argumentation nachvollziehen können. Die Salafisten vermischen ja auch gerne ein Überlegenheitsgefühl, dass der Islam den anderen Religionen gegenüber überlegen ist. Steckt dahinter auch die Absicht, den Islam durch diesen richtigen Glauben wieder zur alten Stärke zurückzuführen? Ja, definitiv, natürlich. Die glauben auch daran, dass es irgendwann auch die Islamisierung Europa verfolgt. Das sagt auch Bea Vogel zum Beispiel ganz klar. Meine Aufgabe ist die Islamisierung von Deutschland. Und das gibt ihnen die Anerkennung und die Stärke, die die brauchen, auch die Anhänger. Dass wir sind auf dem Weg, egal wie oft wir unterdrückt werden, irgendwann wird hier ein islamischer Staat geben. Sie sagen, die salafistischen Prediger bemühen die Opferrolle und sagen, die Muslime seien verfolgt. Was kann man denn diesen Argumenten entgegensetzen? Auf der Metaebene brauchen wir eigentlich der gesamte Gesellschaft, um dagegen steuern zu können. Das bedeutet, dass wir in der Schule eine Art von Dialog auf Augenhöhe schaffen. Wir müssen raus aus dieser Ihr-Wir-Debatte. Wir müssen die Jugendlichen in ihrer Religiosität akzeptieren, mit denen einen Dialog führen. Was ich immer wieder beobachte, dass Salafiten eigentlich die Hinterfragung ablehnen. Wir müssen in der Schule unsere Jugendlichen, unsere Schüler und Schülerinnen beibringen, zu hinterfragen, ihre eigene Meinung zu bilden, bestimmte Inhalte zu überlegen, Alternativen zu zeigen. Und das fehlte in der innerislamischen Dialog. Wir brauchen Muslime, die den Islam demokratisch interpretieren und leben. Wir brauchen diese Vorbilder, damit die Jugendlichen aus dieser Wir-Ihr-Debatte rauskommen, damit sie auch andere Vorbilder haben, außer Salafiten. Dass ich bin Muslim, aber ich akzeptiere diese Demokratie. Ich bin Muslim, ich lebe in dieser Gesellschaft, und für mich ist es kein Widerspruch, Muslim zu sein und den Grundgesetz zu akzeptieren und vorzuleben. Und diese Vorbilder fehlen. Wir brauchen mehr davon. Herr Mansour, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.